Ich nicke ihm mal dankbar zu. Sehr gut, Erich. Sehr gut. Benötigt ihr noch etwas anderes außer Baumaterialien? Nein, Baumaterialien, also Holz. Ich glaube, für Stahl oder so etwas brauchen wir zurzeit nicht. Genug Schwerter sind hier vorhanden und ich habe nicht vor, mit einer großen Schmiede etwas Großes hochzuziehen. Schmiede ist da und... Aber... Wie gesagt, ich plane nicht, irgendetwas aus Metall zu bauen. Holzgebäude sollen für den Anfang reichen. Gut, teilt den Zivilisten zu, was auch immer da ist und... Lass den Neues errichten, was benötigt wird, aber schreibt alles gut auf. Ich fürchte, ich habe gerade nicht die Zeit, das selbst zu übernehmen. Ich habe in Tobrien wenig mit Verwaltung zu tun gehabt, aber ich bringe es mir selber bei und ich lasse euch dann einen Blick über die Bücher werfen, wenn ihr wieder vorbeikommt. Sehr gut, sehr gut. Wenn wir als nächstes sowieso Festung anlaufen, vielleicht können wir dort auch die nötigen Materialien einkaufen. Wenn überhaupt, sollten wir dies nach Festung tun, falls wir dann noch etwas einkaufen können. Vergesst uns nur nicht. Dafür wird gesorgt. Währenddessen kannst du, Abel, mir natürlich auch frei herumlaufen und die Insel begutachten. Kannst natürlich auch daneben stehen und Ömer kann natürlich ebenso beim Waren abladen sich die Insel erkunden, beziehungsweise dieses kleine Stückchen Helmenport, die neue Siedlung, wenn ihr wollt. Ja, ich würde mich auch in Helmenport auf jeden Fall mal umgucken, was wo sitzt, wo die einzelnen Gefechtsstellungen in Anführungszeichen sitzen, die Häuser, die Funktionen, die Felder. Ja, die Felder wurden wohl vor einiger Zeit viel bestellt, allerdings jetzt auch wieder zugewuchert. Teilweise fällt dein Blick, kannst gerne nochmal eine Pflanzenkundeprobe schmeißen. Schauen wir mal, ob dir die Pflanzen so bekannt sind. Ist ja auch nicht alltäglich. Es gibt auf alle Fälle eine Schenke, die Fürstkomtur. Das Schild hängt noch ein bisschen schief im Wind und knarzt etwas. Und ich habe gar keine Pflanzenkunde. Dann wachsen ein paar Pflanzen auf dem Feld, die da nicht hingehören. Pflanzen. Grüne. Und es gibt ein Alchemielabor, beziehungsweise das könnte vielleicht auch sowas wie das Werk eines Chimerologen sein. Zumindest hängen hier verschiedene Hölzer an den Wänden, die nicht so sehr zum Bauen geeignet sind, sondern es sind Edelhölzer aus verschiedensten Regionen, Mohagoni oder so etwas, was dann viel zu edel ist und was dann eher eine Landverwendung findet für Tische, aber zum Bauen von maraskanischen Hütten ist das auf alle Fälle nicht geeignet. Ansonsten nicht wirklich viel. Ehemalige Offizierscasino oder sowas gibt es hier nicht. Nur ein paar Baracken für einfache Söldner. Wie viele Möglichkeiten zur Unterbringung von Personen gibt es denn hier? Also Personenbaracken oder Mannschaftsbaracken? Mannschaftsbaracken in niedriger Qualität gibt es hier. Das ist dann vielleicht für Bauern oder für Söldner auch. Und hier im Inneren gibt es dann auf alle Fälle mehrere Gebäude von, ich sag einfach mal, Qualität 4. Das ist dann, da ist dann nicht nur eine Hängematte oder sowas, sondern schon ein echter Holzkasten, wo du dann Heu oder sowas reinstellen kannst. Da kann man dann auch normal übernachten, aber höhere Qualität ist es sonst bisher nicht. Aber also Platz für Leute ist auf alle Fälle viel da und es kann auch noch viel gebaut werden. Wie geht's denn darum? Wir haben jetzt irgendwie über 200 Söldner, glaube ich. Die wollen jetzt über Nacht hier übernachten. Ob die in diesen Häusern Platz sind überhaupt, ob wir sie für Platz haben? Alle nicht, nee. Alle wirst du da nicht reinkriegen, da müsstest du auf alle Fälle neue bauen. Okay. Aber Platz ist ja genug da, so ich sehe. Insofern, ja. Vielleicht bringt mir doch mal die... Probier mal eine Einschätzung der militärischen Lage bzw. Ausbaufähigkeit dieser Siedlung zu machen und... Ja, kriegst du. Okay. Kriegskunst.
So wie du das einschätzt, ist die perfekt zu verteidigen, die Bucht, einfach weil es so ein V ist, das sich zugespitzt hat. Hier hat er sich genau in die Mitte eingelassen, also wer auch immer die Idee hatte, Helmenport hier zu gründen, hatte von Kriegskunst unglaublich viel Ahnung und der Wald schützt ebenso, muss natürlich noch vielleicht ein bisschen weggeschlagen werden, vielleicht noch eine kleine Bresche oder sowas rein, aber ist auf alle Fälle gut zu verteidigen, gerade wenn man nochmal den Wald mit weiteren, ja, Palisaden versieht und dann hier eine kleine Grenze reinzieht. Die Hütten dazu sind auf alle Fälle schon mal da und da kann man das richtig gut verteidigen. Okay, die einzige Schwäche sehe ich vielleicht noch in der Wasserversorgung wahrscheinlich. Ja, überlege ich gerade. Wasser ist natürlich dann hier mit Salz vorhanden, ja. Aber es regnet jeden Abend auf Maraskan. Also wenn du dann im Laufe des Abends irgendwann dann hier ein Pfeifchen oder sowas rauchen möchtest, dann wirst du feststellen, dass es um Punkt 18 Uhr anfängt zu regnen und dann ja in Strömen es herunterfließt. Okay. Ist nur die Frage, ob Regenwasser nicht Potenzial für neue Krankheiten bietet. Heilkunde-Krankheiten? Okay. Handwerk, Heilkunde, Krankheiten? Nein, habe ich noch nicht aktiviert. Dann kann dir Jalan was zu der Gefahren auf Maraskan erzählen, denn der ist Maraskan-kundig, oder? In der Tat. Wie war das damals bei euch? Wie hast du denn damals dein Wasser bekommen? Hast du das von den Pflanzen getrunken? Nein, das konnte man aus der... Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr gar so genau. Man konnte es, glaube ich, aus der Rinde der Bäume extrahieren. So bambusähnliche Gebilde, die man aufgeschlagen hat. Richtig. Wir haben teilweise auch einfach von den Blättern getrunken, wenn sich das Wasser da gesammelt hatte, war das in der Gesundheit nicht sehr zuträglich. Nie. Habt ihr nie gemacht? Ich glaube, ich habe das einmal gemacht. Nie. Wenn, dann hast du den Durchfall, also wir haben ja auch 2 Wochen oder sowas haben wir nicht ausgespielt, da sind wir dann drüber geskippt, aber wenn du das gemacht hast, hast du den Diva deines Lebens bekommen. So hast du noch nie in deinem Leben geschissen. Vor allem bei 200 Personen ist es schlecht möglich, oder bei 100 Personen ist es schlecht möglich, jedes Mal in den Wald zu rennen, wenn man sich was trinken holen will, vermutlich. Also wir sollten, wenn, dann für eine Zisterne anlegen oder eine ähnliche Möglichkeit, wo man Wasser lagern kann, das vorher durch irgendeine Art Filter durchläuft, eventuell. Dass es nicht mehr Krankheitserreger enthält. Das übersteigt beim besten Willen meine Möglichkeiten. Dann also mein Verständnis von Spezialismus in Festum eventuell oder in Kunchom. Kunchom ist ja besser. Wie sie es mit Wasser abkochen, die hohen Herren? Dauerhaft? Jeden Tag, natürlich. Dann brauchen wir auch 4 Feuerholz. Guckt so Richtung Dschungel, guckt so wieder zu dir. Ist ja kaum was da, hoher Herr. Ja, ich weiß nicht, wie gut dieses Zeug brennt, irgendwie, wenn es so feucht ist. Auch feuchtes Holz brennt, hoher Herr. Sagt mir nicht, ihr kocht das Wasser nicht ab, wo ihr herkommt. Im lieblichen Feld? Nein, natürlich nicht. Fließt direkt vom Aquädukt in dein Haus. Genau. Und das hat einen Grund, warum hier alle Tee trinken und kein Wasser. Ja, nur bei uns zu Hause trinkt man größtenteils Bier, aber das ist hier auch gerade keine Möglichkeit. Wir sollten uns auf jeden Fall Gedanken machen über Befestigung und die dauerhafte Einrichtung mit Essen, Wasser und sonstigen Vorräten, Holz etc. Dafür sind die Bauern hier. Ihr meint, die Bauern bekommen so etwas hin? Essen, Holz, Wasser, ja. Dafür sind Bauern da. Sie bewirtschaften das Land. Ihr setzt viel Vertrauen in Bauern. Natürlich setze ich viel Vertrauen in Bauern. Die sind schließlich der Grundstein der Adelsherrschaft. Und den Bauern gibt es auch keine Adligen, das müsstet ihr doch gerade wissen. Nun ja, aber Bauern müssen angeleitet werden. Deswegen haben wir unseren Verwalter hier. Er ist Ritter, er weiß schon, was er tut. Nun gut. Euer Wort in Hesindes Ohr. Die meisten Leute hier sind Maraskaner. Sie werden wohl besser wissen, wie man auf Maraskan überlebt als wir.
dem würde ich zustimmen. Und was Nahrung angeht, sollten wir das wirklich den Bauern überlassen. Sie verstehen ihr Handwerk. Ich meine, sie tun ja auch sonst nichts. Außer die Felder bestellen. Was hatten die Bauern überhaupt für einen Eindruck gemacht? Was habe ich für einen Eindruck gekriegt, wenn ich mir die angucke? Sind das alte Leute? Sind das junge Leute? Was sind das? Halte ich die für fähig oder was sind das für Leute? Die Maraskaner oder wer? Ja, genau. Die Maraskaner waren wohl hauptsächlich alt. Die verstehen dann auf alle Fälle was von dem, was sie tun. Aber auch das Maraskaner Viertel in Kuntium selber ist ja auch mit wenigen jungen Leuten bestückt. Oder es sind dann eben wirklich ganz Kinder, die dann zurückgelassen werden mussten. Die normal alten Menschen, die kampffähig sind, haben sich dann irgendwelchen Söldnern angeschlossen, irgendwelchen Schiffern und versuchen dann ihren Kampf in Sinoda zu führen, um dann von da aus Weißmaraskan nach Norden hin zu befreien. Ja, dann nicke ich. Die Männer und Frauen sehen so aus, als würden sie ihrem Handwerk schon Jahrzehnte nachgehen. Ich glaube, wir können ihnen vertrauen. Vor allem werden sie es auch sein, die sich dem Wald mit weniger Gefahr nähern können, da die Wipfeltiger wohl kaum auf ihre Landsleute schießen werden. Das bleibt zu hoffen. Falls nicht, werden wir uns dieses Problems irgendwann annehmen müssen. Dennoch kann es nützlich sein, zumindest ein paar Anweisungen zu geben, wo in welche Richtung gebaut werden kann. Gibt es Hügel in der Nähe, an denen Reisfelder angebaut werden können? Ja, Reis könnt ihr hier überall anbauen. Es gibt auch bereits einige derzeit brachliegende Felder zum Wald hin und dort Richtung Westen hinaus die Bucht hoch. Ist die Lage und in Helmenport eigentlich Geheimsache oder ist ein geheimer Stützpunkt oder ist es für jeden zugänglich? Nun, der Ort selbst ist selbstverständlich bekannt, zumindest den anschlägigen Parteien an der Blutigen See. Mir ging es darum nämlich, dass wir eventuell die Händler in Festum bzw. Kontium aufmerksam machen, dass einen freien Hafen auf Maraskan gibt, mit dem sie Handel treiben können. So stellen wir die Versicherung der Bauern klar und gleichzeitig öffnen wir für die beteiligten Parteien Handelsmöglichkeiten. Ich glaube, der Handel hat euch auch schon einigen erzählt, dass es diesen Hafen gibt und die Möglichkeit angeschnitten. Das große Problem ist jedoch, Schiffe durch den Sturm hindurch hierher zu bekommen. Und 100% sicher ist das Meer nun auch wieder nicht. Ich glaube, ganz offiziell ist der Handel seit 40 Jahren mit Maraskan verboten. Es gibt da eine Blockade, die ja quasi nicht existent ist, weil es keine Perlenmeerflotte mehr gibt, aber offiziell wird sie noch offen gehalten. Das heißt, wenn man sich so etwas verdingt, dann ist das auf alle Fälle illegal. Wir werden die entsprechenden Stellen petitieren. Es gibt keinen Sinn, die Blockade für uns aufrechtzuerhalten. Ihr werdet das schon machen. Richtig, aber dies können wir alles machen, wenn wir die nächsten 3 Wochen überlebt haben. Also, alle Mann, Landgang. Ruht euch gut aus, morgen geht's weiter. Alle Mann? Ja. 200 Leute. Wie viel haben wir? 200 Leute? 250? Knapp 300. Die passen hier nicht alle rein in die Häuser. Es ist Maraskan, es ist warm, sie können draußen schlafen. Okay. Da muss ich vor dem Regen ein wenig in Acht nehmen, aber der Rest geht. Wenn sie es denn so wünschen, können sie natürlich auch auf der Arche schlafen. Sie sind ja nicht gezwungen, draußen zu bleiben. Dies ebenfalls, aber ich nehme an, ein wenig frische Luft würde ihnen allen gut tun. Nun gut, ich will mich nicht länger hier aufhalten als möglich. Als nötig, verzeiht. Also seht zu, dass morgen früh alle beisammen sind. Irgendetwas, was ihr in der Zeit tun wollt. Wie gesagt, das Wetter, das Klima ist unglaublich warm, aber angenehm, einfach weil die Luftfeuchtigkeit ziemlich hoch ist. Tagsüber ist der Dschungel noch relativ ruhig, aber gerade wenn es dann Richtung Abend geht und die Regenfälle dann aufhören, die dann exakt eine Stunde dauern, fängt das Tiergeschrei und Gebrüll an, sodass es unsäglich laut ist und ihr nicht genau wisst, wie nah oder fern die Tiere sind oder auch wie groß oder klein sie sind. Ja, was wollt ihr tun in der Zeit? Bitte nochmal. Fangen wir mit Ömer an.
Immer wird man mit den Bauern sprechen. Sag mal, guter Mann, wer oder was sind die Wipfeltiger? Ich habe das Wort so aufgeschnappt. Bruderschwester, eine kleine Gruppierung, ein paar Freischärler, die hier irgendwo in den Bäumen sitzen müssen. Freischärler? Was schälen die denn? Es ist eine Gruppierung. So machen wir Maraskana das, Bruderschwester. Wir sitzen in den Bäumen, haben unsere Reviere markiert und wenn jemand anderes in die Reviere hineingeht, dann wird er begrüßt von uns. Meistens nicht so nett. Zumindest nicht, wenn sich die verschiedenen Gruppierungen feindlich gesinnt sind. Dann kämpft man. Okay, was stellt ihr denn jetzt hier dann als Gruppierung den ganzen Tag in den Bäumen hocken? Zwiebeln? Nein, wir schälen nichts. Freischärler. Das nennt man so, Bruder, Schwester. Wir passen auf, dass das Land uns gehört. Dass niemand in die Region vordringt, die wir abgesteckt haben. Da gibt es ganz viele. Es gibt die Muakiji Marasna, den Stachel der Maraske, den Diskus. Ganz, ganz viele Organisationen, die teilweise miteinander befreundet sind und teilweise nicht. Naja, und dann gibt es noch die Ungeschaffenen, die Bluttempler und die Rote Legion, die dann aus Tutsak oder aus Norden dann von Jägern oder von Asfar oder so etwas kommt. Und die bekämpft man dann auch, immer. Okay, Scherle hat nichts mit Schälen zu tun, sondern sie hat eine Kampftruppe, okay. Genau. Alle von uns können kämpfen, Bruder, Schwester. Naja, und dann gibt es noch die gefährlichen Berge. Und die Tiere. Und die Riesen. Und die Pflanzen. Alles auf Maraskan ist tödlich, Bruder, Schwester. Aber Zar schenkt dir ein neues Leben. Das ist gar kein Problem. Die Welt ist schön. Zar schenkt ja vielen Leuten ein neues Leben, habe ich mir sagen lassen. Zwinkert einmal zu und Dankeschön. Genau. Es ist immer besser, wenn du dir diese Tipps vorher abholst. Ich gebe dir die Tipps sonst auch gerne, wenn es zu spät ist, aber dann für dein neues Leben. Dann für mein neues Leben. Klar. Ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, du wirst wiedergeboren. Ja, das hoffe ich, dass meine Seele von den Göttern mal wiedergeboren wird. Das wäre schön. Ach so, ich habe mir sagen lassen, du solltest nicht allzu weit vom Strand weggehen. Dort, wo es bewachsen wird, er steht hier auch gerade irgendwo auf dem Feld, er deutet dann auf 2 Meter, 3 Meter weiter neben sich. Diese Pflanzen da zum Beispiel, die gehören da eigentlich gar nicht hin, die müssen wir noch rausziehen, die sind hier hingewachsen. Das ist Jagdgras und wenn du dann dich zu wenig bewegst, dann wurzelt es sich an dich fest und kann dich umbringen und da solltest du aufpassen. Gras, das einen umbringt? Ja, hier, er geht auf das Gras zu und zieht es dann heraus. Kannst wohl sehen, wie sich da kleine Wurzeln bewegen und herumschlängeln, fast wie Tentakel, und hält es dir dann so ein bisschen unter die Nase. Da musst du aufpassen, Bruder, Schwester. Okay, weil sonst? Naja, das Gras trinkt dein Blut und dann bist du tot. Und dann kriegst du ein neues Leben. Okay. Das ist ein Rat, den ich dir vorher mit auf den Weg gebe, weil ich lieb und nett bin. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich bin immer und ich bin mal etwas weiter Richtung Schiff. Er winkt dir noch hinterher. Die Welt ist schön. Wir sind auf dem Gras. Ja, die Welt ist schön, wenn man vom Gras gefressen wird. Was tun die anderen? Hier ist ein Kommandanturgebäude. Nehmen wir meinen Banner und hau das da vorne in den Boden. Ja, ich habe eins gekauft. Ist schon ewig her, aber ich habe eins. Jetzt weht hier deine Flagge. Was ist darauf zu erkennen? Das Schnattermundsche Wappen. Das ist auf grünem Grund ein rotes Schwert und eine Eiche. Okay. Dann ist Weiß-Tobrien gerade etwas größer geworden. Wie sieht's mit den anderen aus? Eldan? Ahmad? Dann fange ich mal an. Ich würde mir geradewegs, wenn die Soldaten oder die Söldner das Schiff verlassen, 10 Leute wahllos rauspicken. Am besten immer von den 9, die aus Kronchom angeheuert wurden. Die haben noch relativ hohe Moral, Werte hoffentlich. Und würde sie in 2er-Gruppen einteilen, das Lager bzw. die Stadt gegen den Wald abzukontrollieren, damit nicht unliebsame Zwischenfälle bzw. Besucher in unseren Lagerplatz hineinspazieren. Während ihr da gerade gastiert, ja. Okay, genau. Kriegst du auf alle Fälle hin. Werden dir dann auch Folge leisten, da du als Offizier irgendwie
respektiert wirst. Okay. Ja, mein Plan ist, mich von Fürchtepreios zu verabschieden, in einer fast tränenreichen Zeremonie. Und dann würde ich meiner neuen Aufgabe, also meiner selbstgesetzten neuen Aufgabe nachgehen und mich um das Seelenheil der Mannschaft sorgen, für das Seelenheil der Mannschaft beten. Ich weiß nicht, gibt es so eine Art, sagen wir mal, Büße, Beichte, die Leute abgeben oder nicht? Kannst du auf alle Fälle bekommen. Wenn du denen das anbietest, dann werden sie auch zu dir kommen und sagen, ja, sie haben irgendwie gestohlen, auch auf dem Schiff. Das war dann irgendwie oder sie haben betrogen beim Würfelspiel. Und also es ist nichts irgendwie Gravierendes. Es ist dann halt das Typische, was ein Söldner macht. Kann dann auch Strafe geben, gerade auf einem Schiff, wenn man da dann untereinander stiehlt. Wenn das angezeigt wird beim Kapitän, gibt das richtig krasse Strafen, die der Kapitän auch festgesetzt hat, aber solange es eben nicht gemeldet wird und unter der Mannschaft bleibt und man damit eben dann nicht zu Ugdan läuft, sondern eben jetzt zu dir als Kirche, dann ja, ist das auf alle Fälle deine, du müsstest ihn vergeben oder auch nicht, dann kannst du sie auch weiterschicken. Ja, ich entscheide das Fall nach Fall, was mir mein weißes Gewissen dazu sagt. Also, keine Ahnung, du musst es zurückgeben, du musst dies alles tun. Verbrennen. Ja, wie auch immer. Ich weiß ja, kommt halt darauf an, was das für ein Einzelfall ist. Ja, genau. Also je nachdem kannst du dann da die Sünde dann bestrafen und dann eben auch die Sühne festlegen. Gut. Schön. Hat Ahmad noch was vor? Also Ahmad würde eigentlich erstmal weiter nur diese Karten studieren und wenn er da keine gewinnbringenden Ergebnisse mehr rausgewinnen kann, würde er sich einfach mal mit der Mannschaft unterhalten, weil er das bis jetzt eigentlich noch nie gemacht hat. Und mal so feststellen, was für Leute überhaupt auf diesem Schiff unterwegs sind. Irgendwas. Warum die hier überhaupt auf der Dämonenarche angeheuert haben. Ja, weil es Geld bringt. Aktuell fährt nicht wirklich viel mehr zur blutigen See. Die meisten haben sehr viel Angst, auch wenn Kunchum gerade in der Mitte liegt. Da kann man dann eben nur über den Golf von Tuzak kann man da dann aus Kunchum raus. Ja, im Süden gibt es Piraten. Nach Talusa läuft man ungern an. Nach Norden, der Maraskansund ist unglaublich gefährlich. Nicht nur durch den Sturm, sondern eben auch durch die Oronia. Durch die Maraskaner, die da eben dann auch herumschiffen. Piraten gibt es auch überall. Mit verschiedenen Motivationen, nicht unbedingt dann zu Xeran gehörig, nicht auch unbedingt zu Hafax gehörig, aber man ist auf alle Fälle froh, dass man da dann ja, Sold bekommt, denn man kann sich nicht mal mehr in Kunchum dann das Bier für den Abend leisten und du musst irgendwie los. Ja, und die Söldner, denen ist das quasi egal, die nehmen ihren Sold, die kriegen eine Gefahrenzulage und dann kämpfen sie auf einer Dämonenarche, die haben schon Schlimmeres teilweise mitgemacht. Alles klar. Kann man auch erfahren, was für eine Meinung die von den verschiedenen Leuten auf dem Schiff haben? Zum Beispiel über Jarland Greifenmund von Schnattermoor? Ja, diejenigen, die damals bei der Prozession anwesend waren, beim Prozess, den du gegen sie geführt hast, da werden viele ein schlechtes Bild über Jarland bekommen haben. Ignorieren das aber, solange sie bezahlt werden. Kannst du nochmal eine Menschenkenntnis machen? Dann verrate ich dir sonst noch mehr. Oder eine Heilkunde Seele wäre sonst auch noch okay. Heilkunde Seele? Habe ich nicht. Wäre beides in Ordnung. Menschenkenntnis. Na, das sieht doch auch nicht ganz scheiße aus. Ja, also sie laufen ihm hinterher, solange er noch bezahlt. Sonst haben sie keine hohe Meinung von ihm. Sie ignorieren ihn halt. Und was halten Sie von den anderen Offizieren? Also ich würde ja jede Meinung. Was halten Sie zum Beispiel von diesem neuen Abelmir oder diesen beiden Magiern? Kiaras ist irgendwie so ein bisschen die Peitsche, die dann für den Kapitän spricht, wenn er selber dann versagt und der drillt dann die Männer auf seine Art und Weise. Die beiden Magier sind suspekt, da weiß man nichts drüber, mit denen hat man bisher noch keinen Kontakt gehabt oder wenig, die geben komische Befehle, man soll dann irgendwelche Pflanzen verbrennen auf Kohlefeldern oder man hält irgendwelche Spiegelscherben in die Luft, das ist denen einfach nicht geheuer, gerade gegen Dämonen kämpfen, die man nicht sehen kann, sollen die mal machen, aber man vertraut lieber auf das Schwert in der Hand als irgendwelche Feuerbälle, die schmeißen können. Und dann würde ich gerne noch meine Sklaven losschicken, damit sie Informationen bei der Mannschaft, also sie sollen halt mit denen saufen und so weiter, um dann eine Information über mich einzuholen.
wie und du mir dann bei den anderen gesehen wirst. Richtig. Ja, die gute Seele an Bord. Finde ich gut. Also die wissen natürlich alle, das sind meine Sklaven und die werden das bestimmt nicht deswegen sagen, aber. Ja, du bist ein harter Hund und du machst auch viel Blödsinn, also richtig viel Blödsinn. Die erzählen wohl irgendwas von, er ist mal auf ein leeres Schiff gesprungen, ist dann in den Segeln hängen geblieben und dann mit lautem Scheppern durchs Oberdeck gebrochen, was man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also sie halten dich für dumm, aber die gute Seele an Bord. Aber dumm. Damit kann ich leben. Also sie wissen nicht, dass ich schlauer bin als sie, aber damit kann ich leben. Okay. Damit verbringt ihr so nach und nach den Abend auf Maraskan. Gyarus kann sich noch eine von den guten Zigarren anstecken. Na, ich will nicht mich ausruhen, ich will arbeiten. Was heißt das, arbeiten? Und zwar gibt es meiner Meinung nach hier viel zu tun. Das Erste, was ich machen werde, ist, die gesamte Ortschaft zu kartografieren. Sehr gut. Ich will einen Stadtplan erstellen von diesem ganzen Ort und der Umgebung. Und mir dann einige Maraskaner schnappen, die etwas zu sagen haben in der Gemeinschaft hier. Oder die Ansehen genießen. Ja. Und sie fragen, was deren Meinung ist, wo man am besten neue Felder anlegen kann, wie man am besten die Häuser anlegt und mit denen dann gemeinsam Pläne erstellen, wie die Stadt in Zukunft aufgebaut wird und wo die nächsten Felder angelegt werden am besten. Ja, also wenn du möchtest, kannst du das jetzt selber mal anzeichnen, wie du das dann für sinnvoll hältst. Du bist ja auch so ein kleiner Stratege. Wie würdest du es gerne haben? Wo soll was neu gebaut werden? Und wenn die anderen möchten, können sie natürlich selber auch Vorschläge machen. Aber wenn du willst, dann fang erstmal an. Wie willst du das Dorf jetzt weiter aufbauen? Wie zeichne ich das am besten ein? Ja, einfach mal, du kannst hier mit der Leertaste zeigen oder du nimmst hier oben das Zeichentool, Zeichenwerkzeuge und kannst dann da eine Freihandlinie reinmalen. Solltest du am besten den weißen Kasten rausnehmen. Das heißt, du gehst dann mit der rechten Maustaste auf das weiße Feld mit dem roten Strich durch. Dann malst du nämlich leer. Dann kannst du hier reinzeichnen oder reinschreiben. Kreise, Striche, Linien. Und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, Helmenport neu strukturieren, wie es so in den nächsten Jahren vielleicht ausbauen sollte. Neue Mauern. Ja, das Sinnvollste, denke ich natürlich. Es sind ja schon gut Wege und Straßen eingezeichnet, allerdings nicht wirklich benutzt. Heißt, an denen entlang kann man organisch Gebäude bauen. Die Mauern, die vorhanden sind, müssen ausgebaut werden, definitiv. An der Stelle, wo sie sind? Na, die Hafmauern sind gut, die müssen allerdings weiter ausgebreitet werden. Und ich würde die rechte Mauer dann, ja genau, einiges weiter nach rechts verschieben. Damit man mehr Platz hat zum Bauen. Ja. Soll die abgerissen werden oder sollen da irgendwelche Häuser dran gebaut werden, dass sie harmonisch verschmelzen? Das benutzen wir. Es wird nichts abgerissen, nichts verschwendet. Gut, wir haben zwei große Felder unten jeweils. Ich denke, das kann man weiter ausbreiten, dass man links und rechts davon noch weitere Felder anlegt, dass man vor der Mauer an der Küste ein Feld anlegt. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, daraus Reisfelder zu machen, weil die sind unter Wasser und Feinde können sehr schwierig durch solche Felder vordringen. Und ansonsten würde ich die natürlich auch gerne fragen, was kann man hier sonst noch anbauen, außer Reis? Was können sie anbauen? Alles. Alles, was auf Maraskan wächst, können sie anbauen. Rauschgurke, Kräuter, ja, Drogen, wunderbar. Tee. Du kannst ihnen alles in Auftrag geben. Rauschgurken sind gut. Die kann man sehr gut verkaufen. Damit können wir viel Geld machen und wiederum mehr Material kaufen. Und ja, Reis natürlich. Und hat einer von denen eine Ahnung, wie man Reiswein herstellt? Wenn du ihnen den Auftrag gibst, sie sollen Reiswein hier produzieren, dann können sie Reiswein hier produzieren. Eine alchemistische Werkstatt haben sie, also da müsste jetzt die ganzen Sachen rausgeräumt werden. Das ist ein gutes, hochwertiges Alchemielabor. Du kannst damit eben auch sowas wie eine Destille oder sowas dann dir erschließen. Das geht. Ja, wunderbar. Schmiede würde noch fehlen. Gut, die muss ausgebaut werden, definitiv. Haben wir einen guten Schmied?
Zurzeit nicht, aber den müsstet ihr dann in naher Zukunft noch nachliefern. Wie auch immer ihr das tut. Aber einen guten Schmied werdet ihr dann irgendwann brauchen. Ja, ich denke, das sollte möglich sein.